ja, Kandertal ist all meine Heimat. Und ich liebe das Heimatland da. Nicht? Und die Herren von Benegg, die werden 1225 das erste Mal erwähnt. In der Zeit von Kaiser Maximilian. Ich habe anderthalb Jahre nicht gewusst von ihm. Dann habe ich mir gedacht, ja, der Kind da unten. Ja, die Feier und Flammen ist mir nicht gewiss, aber lieber sind die Franzosen, sondern die sind sie auch nicht gewiss. Mütter, schützt eure Töchter. Denn eine fremde Generation ist unter uns auferstanden. Man heißt sie im Volksmund die Paraber. Dann haben wir gedacht, wir schauen miteinander und siegen um die Riesentafel von der Diwak. Diwak baut im Kaunertal ein Kraftwerk. Also, wenn ihr so Katastrophe kommt, ich gehe nicht mehr weg da. Ich lasse mich drauf liegen. Sie behaupten, ich bin sicher da. Ich nicht. Es gibt Überraschungen, gibt es immer, aber wir haben Glück gehabt. Die Gottesmutter von Kaltenbrunn hat auch da einiges beigetragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kaunertaler einmal sagt, diese Kirche ist mir egal, die könnt ihr ruhig abreißen. Man hat geschuftet und gebugelt, man hat einen Betrieb aufgebaut und hergerichtet. Und dass der Betrieb weiterläuft, das ist das so beruhigende in den alten Tagen. Kannetal, da bin ich auch gewachsen. Cool.